Ja, hallo zusammen, ich begrüße euch in meiner Bastlecke. Heute gucken wir bei dem schönen Wetter mal nach meinem Filter. Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen umgebaut und ja, jetzt gucken wir mal schnell mal, wie es bei mir hier ausschaut. Ich habe hier meinen Bachlauf neu gemacht. Hier ist meine neue Biotonne mit 2 Meter mal 40 Zentimeter. Das läuft dann hier durch ein 110er KG-Rohr und mündet dann hier in meinen kleinen Bach. Ungefähr fließen hier 12.000 Liter durch. Und hier seht ihr jetzt mein neues Konstrukt. Hier oben ist noch meine Aquaponikanlage, die zu Testzwecken jetzt läuft. Dann die meisten kennen ja meine Filteranlage. Hier haben wir meinen Trommelfilter. Hier sind noch meine Matten drin, die sind belüftet. Da muss ich mal noch gucken, wie ich das besser mache. Hier meine Helixkammer und meine Pumpenkammer. Ja, so schaut das Ganze hier momentan bei mir aus. Ich habe jetzt hier einfach einen Sprudel, ein Ausströmer gemacht. Hier habe ich einen Belüfterring verbaut. Ihr seht das hier, der momentan ist ein bisschen im Eck hinten drin. Hier habe ich noch meine zusätzliche kleine Helix, das ist so 12er Helix, die musste ich hier in Säcke machen, weil die sonst durch die Lichtstegplatte drückt oder sich drückt. Ja, meinen Fischen geht soweit gut. Das Wasser ist ein bisschen eingetrübt durch die Reinigung des Filters, die ich jetzt heute gemacht habe. Ansonsten fühlen sie sich eigentlich hier pudelwohl. Ich kann mich eigentlich wirklich nicht beklagen. Jetzt wird dann in den nächsten Tagen hier das komplette abgedeckt. Da kommt ein Dach drauf und die Seitenwände werden, also die eine Seitenwand wird noch zugemacht. Ja, mein Futterautomat habe ich auch schon wieder neu bestückt. Der ist schon neu aufgefüllt, ihr seht hier das. Momentan läuft er aber noch sehr, sehr spärlich. Wenn wir jetzt Glück haben, fängt er gleich an, ja, an zu laufen. Das ist so das, was er momentan an Futter ausgibt. Den Rest füttere ich hier von Hand. Ja, ich habe noch ein bisschen Algen hier. Das wird sich jetzt aber in den nächsten Tagen dann wieder von selber lösen. Also ich mische da nichts bei. Durch auch das, dass ich jetzt meine Aquaponikanlage angeschlossen habe. Und jetzt schauen wir mal zusammen das Ganze an, wie ich hier meinen Filterschacht zudecke. Der die ganze Abdeckung hat ungefähr 210 Kilogramm. Ist ein Stahlrahmen, isoliert. Momentan geht das Ganze hier noch mit dem Flaschenzug, wenn es funktioniert. Ja. Das geht relativ einfach. Der Flaschenzug hat eine sechsfache Übersetzung. Durch das kann man das. Ah, hier ist dann noch der schöne Belüfterstein. Ha? Wieder mal vergessen, sonst hätten wir ihn zerdrückt. Und das Ganze kann ich eigentlich hier ganz ohne Probleme hier runterlassen. Das wird dann in diesem Jahr noch vielleicht elektronisch gelöst, dass ich hier eigentlich wie eine Art wie eine elektronische Seilwinde habe mit Fernbedienung. Dann kann ich eigentlich so hier meinen Flaschenzug hier abhängen und das Ganze hier ganz einfach zusammenräumen. Ja, das geht bei mir eigentlich relativ einfach. Momentan bin ich auch noch kräftig und jung, sagen wir mal so. Aber jetzt für die nächste Zeit will ich sicherlich das in Angriff nehmen, dass ich hier das elektronisch löse, dass das entweder mit einem Seilzugmotor das Ganze hochgezogen wird oder mit einem elektronischen Stoßdämpfer, also das war ein Getriebemotor mit Spindelantrieb, der das Ganze dann hier hochdrückt.
Ja, jetzt machen wir noch die Luke dicht. Und dann ist das Ganze eigentlich zu. Ich brauche natürlich die Luke nur, wenn ich hier was am Filter mache. Den ganzen Filter mache ich natürlich nur bei großer Reinigung auf. Das wär's von meiner Seite. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.